Also wie gesagt, Sie haben es ja gerade mitgekriegt, er stellt eigentlich immer Fragen. Er bringt einen Journalisten in Schwierigkeiten, indem die ganze Zeit er einen fragt. Wir haben ihm beigebracht, wie er ganz aktiv die Unterhaltung steuert, ja. Mhm. Also mit anderen Worten, er ist ein Psychoroboter. Nein, das nicht. Wir haben einfach nur gewusst, dass er gerade in Deutschland mit den vielen schönen Dialekten und Akzenten doch... Ja. Sehr wahrscheinlich Probleme haben würden. Deswegen haben wir gesagt, da muss er einfach ein bisschen vorausbrechen sozusagen und muss die Unterhaltung steuern, bevor er ständig was gefragt wird und nichts versteht. Ja, aber was ist, ich versuche mir gerade vorzustellen, er steigt jetzt, und das wird ja notgedrungen der Fall sein, bei einem Bayern morgen ein. Den wird er garantiert nicht verstehen. Was macht er dann? Ja, das passiert ja auch jemandem, einem Menschen, der jetzt nicht in Bayern aufgewachsen ist, sondern im ganz anderen Teil von Deutschland. Sehr leicht mal. Aber der geht dann. Das wird ja dann spannend. Wie kann man sich dann unterhalten und verständigen? Aber die Bayern sind ja so Leute, die dann im Zweifelsfall, wenn sie ständig mit Fragen malträtiert werden, dann irgendwann mal. Hergehen und sagen so, jetzt reicht mir das, aber hier. Ja, da haben Sie recht, und in weiser Voraussicht haben wir das so programmiert, dass man auch sagen kann, sei mal bitte still. Und dann wird er auch still. Warum sagen Sie mir das jetzt erst? Jetzt ist er ganz klar, da hat er einen Loop drin. Ne? Also es ist irgendein, okay. Da müssen wir heute Abend nochmal ran, dass er nicht mehr aufhört zu fragen. Das soll so tatsächlich nicht sein. Das ist jetzt wahrscheinlich wegen der Batterie, dass da ein Problem ist. Okay. Ja. Gutes Stichwort Batterie. Kann das nicht ein Problem sein? Also wenn es ein bisschen zu kalt wird? Da haben wir auch lange überlegt. Unsere Techniker sind da sehr optimistisch, wobei sie wahrscheinlich denken, so schlimm wie in Kanada, von den Temperaturen her wird es in Deutschland allemal nicht sein. Aber trotzdem, da haben sie recht. Wir haben die natürlich innen drin, die Batterien, also hoffen, dass das ein bisschen geschützt ist. Unsere Erfahrung aus Kanada war auch, dass die Menschen auch schon immer darauf achten, dass er irgendwo im Warmen ist, weil sie sich einfach so toll um ihn kümmern. Haben Sie ihn darauf vorbereitet, dass auf deutschen Autobahnen anders gefahren wird? Also ich hatte ein Interview mit Ihnen im CBC News, und da hat man Sie mit der Antwort zitiert, auf deutschen Autobahnen würde mit 300 Stundenkilometer. Da habe ich mir gedacht, das ist leicht übertrieben. Das habe ich auch gesehen. Da hat sie sich verhört. Das waren 200, ja. Aber das sind ja Vorstellungen, die man in Kanada so nicht hat. Da ist ja bei 100 ist ja das Schluss sozusagen. Oder genau. 120 mit Augen zudrücken. Mhm. Dass das anders laufen wird hier ein bisschen, das denke ich schon. Ja, das sind wirklich andere Geschwindigkeiten dann. Nicht immer, aber doch, aber auf alle Fälle, ja. Hat er denn irgendwie ein Gebet oder sonst was, dass er dann im Zweifelsfall einfach mal als Joke anbringen würde, wenn er auf die linke Spur wechselt? Nein, also da waren wir vorsichtig. Wir haben gesagt, Politik, Religion und diese Themen, nein. Der Roboter, und das hat den Menschen in Kanada sehr gut gefallen, man kann ihn sozusagen verfolgen auf der Webseite, auf einer Karte, wo er sich gerade befindet, weil er eben auch entsprechendes GPS und andere Sachen an Bord mit noch hat. Und jetzt ist es natürlich auch nicht ganz unwichtig zu wissen, wo er immer ist. Also er hat ja auch einen GPS-Sender, ne, damit man, und hat er irgendwie so einen Notfallknopf im Zweifelsfall? Ja, sozusagen eine API, wo er dann eben auch weiß darüber, wo er ist, und dann eben auch letztendlich, das haben wir alles vorbereitet, Wikipedia Wissen aktivieren kann und sagen kann, oh, wir kommen jetzt nach Siegen, ja, okay. Und dann eben erzählen kann, wie es in Siegen ist, zum Beispiel. Okay. Ja. Also mit anderen Worten, es ist nicht so, dass er irgendwie wirklich verloren gehen könnte. Das könnte man, wenn man ihn aufbohrt und den Chip zerstört, dann natürlich, das geht immer, aber so nicht. Und wir haben auch immer gesagt, interessant war ja, dass er so viele Fans in den sozialen Medien hatte. Und wenn die Frage dann immer kam in Kanada, haben sie nicht Angst, dass ihn jemand einfach stiehlt oder kaputt macht? Ich habe immer gesagt, gut, aber die sozialen Medien sind mittlerweile so ein bisschen sein Sicherheitsgurt. So viele Menschen kümmern sich, und wenn er mal sich zum Beispiel für ein paar Stunden nicht bewegt hat, von der Stelle fortbewegt hat, ging das sofort los über Twitter und Facebook. Okay. Gefragt hat, hey, was ist da los? Die Leute, die ihn gerade haben, sollen noch mal sagen, ob es ihm gut geht. Also das war interessant zu sehen. Okay, super, vielen Dank. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also Leute, wenn ihr den seht, nehmt ihn bitte mit und redet ihm die Ohren voll.